Ja, meine lieben Kriegsherren und solche, die es noch gerne werden möchten, zeige euch eine Schlacht, schon wieder. Es ist bald Weihnachten und an Weihnachten soll man gesellig sein und deshalb mache ich ein 2 gegen 2 oder zeige euch ein 2 gegen 2. Ich spiele zusammen mit Blixery. Unsere Gegner heißen Irons Samuel und Irons Nero. Sehr gute Spieler übrigens, beide Top-Spieler. Vor allem Nero, das ist ein extrem guter Spieler. Ich mache mal kurz Pause, weil hier gibt es noch ein paar Sachen zu erklären. Einerseits bezüglich der Setups und dann auch bezüglich der Spieler. Ich gehe mal zuerst kurz auf unsere Gegner ein. Also er hier, der Irons Nero, das ist wirklich, das ist ein Top-Spieler. Gegen ihn habe ich schon ein paar Mal gespielt, meistens verloren, muss ich sagen. Ein fairer Spieler, also das ist einer, der wird nie droppen, wenn ihr gegen ihn kämpft. Aber wenn ihr gegen ihn kämpft, dann ist es eigentlich auch nicht unbedingt nötig, dass er droppt, weil er wird euch eh meistens, ja, der wird euch kicken. Und zwar ass kicken, also so richtig auf dem Schlachtfeld, weil der ist gut. Hat zwei Naginata-Begleiter, Kriegermönche hier, Level 5. Level 5 Kriegermönche, noch ein Level 6 Kriegermönch. Mit nur Kriegsschrei, kein Banzai, aber sehr hoch geskillt. Hat hier eine hohe Einheit, Yarya Shikaru. Level 9, glaube ich, ja. Sein General. Der Nero. Dann hat er zwei Einheiten Kavallerie. Yari Kavallerie, nicht sehr hoch geskillt. Ja, das ist die Armee vom Nero, eher klein, aber Qualität. Sein Clan-Kumpel, das ist der Samuel. Der hat eher eine größere Armee, hat auch Naginata-Begleiter, Yarya Shikaru, Mietschilde. Dann hat er Daikyu-Samurai mit 200er Reichweite. Das ist eine gefährliche Einheit. Ein bisschen langsam weiter. Dann Schwertbegleiter. Er hat Lehnschwerter. Auf Level 9 mit Banzai. Noch mehr Lehnschwerter mit Banzai. Sowas möchte ich mir eben auch züchten. Noch mehr Lehnschwerter mit Banzai. Alles Level 9. Yarya Shikaru, um abzuschirmen. Und noch eine Einheit Naginata Kriegermönche. Der hat nicht so viel Kavallerie hier. Jo, machen wir kurz Pause. Der gute Colonel Bob fragt nach. Moment. Caste noch. Nachher. Meine Güte, ich kann nicht mehr tippen. So, gut. Also, weiter geht's. Ja, wo war ich? Ja, genau, die Setups. Mein Setup, ich habe eine leichte Kavallerie. Dann habe ich Lunkenschloss-Samurai. Dann habe ich Yari-Samurai mit starken Defensivwerten, zwei Einheiten. Das ist eine Yari-Samurai, die nicht geskillt ist. Mein General, ich habe eine Katana-Samurai-Einheit, ziemlich hoch. Jo, Long Yarya Shikaru und noch eine Katana-Samurai-Einheit. Alles nicht so wahnsinnig hoch geskillt, alles so Mittel-Skills, alles so zwischen Level, ich sag mal Level 4 und Level 7. Eine Yari-Kavallerie und eine Level 7 Naginata-Kriegermönchs-Kavallerie. Das ist meine Armee. Und die Armee von Blixery, das ist ja mal ganz geil. Der hat wirklich eine super Armee. Das ist ein absolut geniales Setup auf 10.000 Koku, weil es ist eine 10.000 Koku-Schlacht. Seht euch mal die Masse an, die er hat. Der hat Naginata-Begleiter, dann hat er drei Einheiten leichte Kavallerie. Das sind aber nur Defensiveinheiten, die haben überhaupt keinen offensiven Wert. Dann hat er Yarya Shikaru, Level 5, Level 4, noch mehr Naginata-Begleiter. Sein General. Yarya Shikaru, Level 8, mit Hold Firm. Noch mehr Long Yarya Shikaru, ebenfalls Level 9 mit Hold Firm. Dann hat er Yarya Shikaru nochmal mit Hold Firm. Er hat Daikyu Samurai, 200er Reichweite, und dann hat er Naginata Begleiter und Lunkenschlösser. Also wirklich, er hat vor dem Spiel gesagt, eigentlich ist das eine Noobbox, die er hier hat. Noobbox bedeutet extrem viel Infanterie und dann sich einfach im Quadrat aufstellen. Aber stimmt natürlich nicht, wenn ein Spieler wie Blixery sowas macht. Dann ist das keine Noobbox, sondern dann ist das total durchdacht. Ja, wir haben das Schwert-Dojo hier. Wir haben hier drüben den Schrein. Und wir haben das Bauernhaus. Ja, und die Schlacht ist wirklich ziemlich interessant, weil sie hat einen sehr interessanten Verlauf und sie hat auch einen sehr interessanten Ausgang. Ja, Blixi und ich, wir reihen uns hier schön auf.
Weil er hat wirklich eine Defensivarmee, also das hätte jetzt keinen Sinn, hier loszustürmen und einfach anzugreifen. Das bringt mich aber ein bisschen in die Bredouille, weil er hier hat ja Daikyu-Samurai. Das heißt, ich kann nicht einfach an seiner Seite stehen bleiben. Er kann sich das leisten mit seiner Masse, aber wenn ich hier zu lange stehen bleibe, dann werde ich abgeknallt von seinen Daikyus. Und deshalb, muss die ganze Sache doch ein bisschen Bewegung haben. Ich ziehe meine Kavallerie rüber. Und hier hinten kommt schon mal zum Clash zwischen den Kavallerien. Und jetzt vielleicht ganz ein entscheidend. Ich mache mal kurz Pause. Also ihr seht, es geht jetzt los hier. Der Nero greift jetzt den Blixtree frontal an. Ich gehe ebenfalls in den Infight hier drüben. Und ich war so beschäftigt, dass ich ein ganz entscheidendes Detail in dieser Schlacht übersehen habe. Und zwar diese Einheit hier. Der Nero hat noch berittene Schützen im Wald. Und zwar ist das eine extrem starke Einheit. Das ist eine Level 7 Einheit. Ja, mit einer 125er Reichweite. Und 55er Präzision. Und ihr werdet noch sehen, was passieren wird. Ich mache euch einfach mal darauf aufmerksam, dass es diese Einheit gibt. Der Nero läuft hier jetzt gegen den Bulk vom Blixtree an. Und der Blixtree verliert natürlich jetzt seine Billigeinheiten, aber er kann sein Ziel, das er eigentlich hat, mit dieser Armee sehr, sehr schön ausschöpfen. Ja? Er hält auf, er blockt, er kann feuern und sein Gegner wird müde. Ich auf meiner Seite habe mir hier mal so ein erstes Schützenduell geliefert, werde aber ständig von diesen Daikyus bestrichen. Ja. Und er schießt mir hier wirklich meine Lootenschlösser weg. Und da habe ich mir dann auch gesagt, komm, jetzt ist fertig. Da habe ich angegriffen. Hier drüben läuft die Schlacht immer noch. Ihr seht, der Nero läuft sich so langsam tot am Blixtree, obwohl er sehr starke Einheiten hat. Aber der Blixtree hat eben seine Hold Firm-Einheiten. Also die Schwerteinheiten, die Speereinheiten, die bei Hold Firm dann wirklich unumstößliche Moral haben. Also hier läuft's gut. Und hier läuft es eigentlich auch ganz gut jetzt. Ich habe hier seine Meat Shielder weggedrückt. Ich greife auf der rechten Flanke an. Und komme gleichzeitig jetzt ebenfalls von dieser Seite her. Also bisher läuft die Schlacht wirklich super. Ich denke, ich hätte das auch gewonnen hier. Das wäre kein sehr großes Problem gewesen. Aber jetzt. Also ihr seht, prägt euch dieses Bild hier ein. Also der Alpi flankt. Alles bereit, Kavallerie ist bereit, hier hinten ist Kavallerie, ich greife mit meiner Infanterie an und fange an auf ihn zu drücken. Im Normalfall, sowas, klare Sache, gewonnen. Hier drüben ebenfalls, der Blixtree setzt sich wunderbar durch. Ihr seht's, ich bringe jetzt meine Einheiten durch die Flanke und jetzt passt auf, was jetzt passiert hier hinten. Jetzt kommt der Nero und das ist ein extrem guter Move von ihm. Er kommt mit seinen berittenen Schützen auf meinen General. Ich passe nicht auf. Und jetzt schaut, was passiert. Ja, die kommen. Ich achte gar nicht darauf. Ja, mit den berittenen Schützen. Schön in Position. Ein einziger Wally. Mein General ist tot. Und jetzt Achtung. Was passiert? In dem Moment, wo mein General tot ist, fängt meine ganze Linie an zu wanken. Sämtliche meiner Einheiten wavern. Ja, und in dem Moment, da seht ihr mal, wirklich, ich mache nochmal langsamer, da habt ihr wirklich gesehen, was der Tod eines Generals ausmachen kann. Ich meine, ich habe ja auch Lehnschwerteinheiten, ich habe Yari-Samurai, das sind jetzt nicht Einheiten, die eine absolute super Top-Moral haben, im Gegensatz zu Kriegermönchen zum Beispiel. Da ist die ganze Linie weggebrochen. Das hat das komplette Spielbild völlig verändert. Also diese eine Unaufmerksamkeit meinerseits. Ja, ich habe noch meine Kavallerie und da war ich dann auch einigermaßen geistesgegenwärtig. Ich habe meine Kavallerie jetzt rausgezogen, weil jetzt ist eines klar. Hier, ich habe keine Chance mehr. Der Blixtree kämpft hier immer noch gegen den Nero und in dem Moment müsste man eigentlich sagen, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wer gewinnt diese Schlacht, dann wäre wohl die Antwort der meisten klar. Die beiden hier, die Italiener. Ja, wir wollen mal schauen, ob das wirklich auch so sein wird. Blixtree hält jetzt hier durch und ich habe dann beschlossen, nicht mehr weiter gegen ihn hier zu kämpfen, weil das einfach nichts mehr gebracht hätte, sondern Ziel muss im Prinzip jetzt sein, den Blixtree zu entlasten. Und für irgendwas habe ich ja meine Kavallerie noch. Und genau das mache ich jetzt. Schick meine Yari-Kavallerie jetzt hier in den General vom Nero, um den auszuschalten. Leider schießt der Blixtree auch auf meine Kavallerie. Und ich schicke meine leichte Kavallerie hier in die Naginata-Kriegermönche.
Weil je schneller das der Nero weg ist, desto schneller kann sich der Blixery auf ihn hier konzentrieren. Und das wirkt auch, ihr seht. Also Rückseitencharge mit einer leichten Kavallerie in Naginata Kriegermönche. Das verfehlt seine Wirkung nicht. Der General von Nero ist weg und Nero ist damit aus dem Spiel. Ich habe noch meine Kavallerie und Blixery hat noch seine Restarmee. Ja, und jetzt, das war ein guter Move im Nachhinein, muss ich sagen. Also, ich habe mir das in dem Moment gar nicht so gedacht. Ich habe einfach gesagt, komm, weg von dem hier, Kavallerie rüber und hier entlasten. Und jetzt haben wir eine neue Situation, weil im Prinzip ist es jetzt, vorhin war es eigentlich, ja, es war eigentlich 2 gegen 1. Ne? Sie 2 gegen wir 1. Weil es sah so aus, als würde ich weg sein. Und jetzt hat es sich gekehrt. Ne? Jetzt ist es wieder 2 gegen 1. Der Nero hat noch seine berittenen Schützen. Die sind ekelhaft, die müssen weg. Hm? Mit denen kann er doch auch noch Schaden anrichten. Ja, und jetzt ordnet sich hier die ganze Schlachtlinie neu. Er hier hat immer noch ziemlich starke Einheiten. Naginata Kriegermönche, er hat auch noch seine Daikyus. Seine Lehnschwerter haben ein bisschen geblutet, aber er hat sie auch noch mit Banzai. Er hat immer noch eine gefährliche Armee. Und wir haben immer noch diese verdammten berittenen Schützen. Aber eben Blixery mit seiner Masse, das war hier wirklich eigentlich das perfekte Setup in diesem Fall. Und er hat auch noch seine Daikyus, die konnte er gut schützen. Kann jetzt hier auch ein bisschen Gegenzunder geben. Und er hier hat ja wirklich nicht mehr, er hat nicht mehr so die Top-Einheiten. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass er die ultimativen Super-Einheiten hätte, aber er hat es auch nicht mehr. Er hat noch seine Hold-Firm-Einheiten und das ist sicherlich ein Vorteil. Ja, hier ziehe ich jetzt meine Kavallerie rüber. Das war, hätte ich eigentlich nicht unbedingt machen müssen. Ich wollte seine berittenen Schützen jagen hier. Ja, und hier geht jetzt die Schlacht weiter. Blixery holt mit den Akinata-Begleitern das Schwert-Dojo. Also er hat es schon geholt. Ja, und ich jage ein bisschen hier den berittenen Schützen hinterher. Und das Ziel muss jetzt wirklich eigentlich das sein, dass ich darf meine Kavallerie nicht verlieren. Weil wenn ich meine Kavallerie verliere hier, dann wird es ganz, ganz hart. Wenn ich aber meine Kavallerie behalte und sie in dem Moment einsetzen kann, wenn der Infight hier losgeht, dann ist die Sache eigentlich ziemlich einfach. Und genau auf das, taktieren wir beide jetzt hier, der Blixery. Das Killerhandtuch. Er ist schon ein saumäßig guter Spieler, der Blixery, also muss ich schon sagen. Ist vor allem ein Spieler, der eigentlich, wirklich, wenn ihr was lernen wollt, bezüglich Setups, also bezüglich Armeezusammenstellung und Armeeskillung, dann ist er hier sicherlich eine gute Adresse. Bei ihm lernt ihr was über Setups und über Handtücher. Nee, Quatsch. Ja gut, also. Ihr seht, es geht so langsam aber sicher ans Eingemachte hier. Ich gurke hier ein bisschen hinten rum und versuche nicht von seiner berittenen Schützen, von dem Nero totgeschossen zu werden. Und weil ich muss ja warten. Ich muss warten, bis das Ganze hier in den Infight geht. Vorher kann ich mit meiner Kavallerie gar nichts machen, weil er hat noch so viele Speereinheiten. Aber der Blixery, der nimmt jetzt hier schön Aufstellung, hat noch seine Lundenschlösser, kann schön reinfeuern. Ja, und diese elenden berittenen Schützen, das ist wirklich Pain in the Ass, sage ich jeweils. Eine furchtbare Einheit. So, aber jetzt konkretisiert sich die Sache langsam. Ich komme jetzt mit der Yari-Kavallerie von der Seite, gleichzeitig mit der Nagi-Cav von der Seite her. Ja, und Blixery hält. Hold Firm aktiviert. Nein, nicht Hold Firm. Sammeln hat er aktiviert. Ich weiß gar nicht, ob er noch Hold Firm hatte. So, also. Ich drücke von einer Seite mit der Kavallerie. Er hält hier auf. Und, ja, gar nicht mal so schlecht. Die berittenen Schützen sind weg. Die haben wir erwischt. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Ja, aber ihr seht, die Lehnschwerter von dem, die sind noch ziemlich stark. Und jetzt komme ich doch mit der Kavallerie noch in den Rücken der Lehnschwerter. Boah, und das bringt doch auch nochmal ein bisschen Moraleffekt hier. Ja, und der Blixery holt das Ding hier souverän nach Hause. Ich finde, das war eine witzige Schlacht. Die war auch taktisch gar nicht mal so schlecht gespielt.
katastrophaler Fehler eigentlich, also nein, eigentlich nicht ein Fehler von mir, dass ich mal, ich habe es einfach nicht gesehen, dass der Nero mit seinen berittenen Schützen auf mich losgegangen ist. Also wenn ich meinen General nicht zu früh verloren hätte, würde ich sagen, dann wäre das Ding wahrscheinlich klarer gewesen. Aber eben, wenn man mit Blixry spielt, spielt sowas nicht so eine Rolle. Ja, das Ding ist gewonnen. Wirklich eine sehr, sehr interessante Schlacht, wie ich finde. Mit mehreren Wendungen. Richtige Twist-Schlacht. Jo. Das war's eigentlich auch schon. Schön gespielt an all unsere Gegner und vor allem an Blixry. Ja. Und ich sag Tschüss und wünsche euch sonst was.